Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einer neuen Bücherwoche von mir. Einer ja im Grunde kurzen Woche, da wir hier ja Christi Himmelfahrt am Donnerstag hatten und ich auch den Brückentag frei hatte. Das Wetter war ja so ein bisschen gemischt, was anfänglich noch recht sommerlich begann. Ja, ging dann ja, sag ich mal, ab Freitag so ein bisschen bergab. Dennoch bin ich meiner neuen Gewohnheit nachgekommen und war ja gefühlt wirklich fast jeden Tag draußen und besonders auch an den freien Tagen tatsächlich sehr, sehr lange. Und ja, es ist jetzt ja auch wieder Zeit, dass man so ein paar Menschen außerhalb seines Haushalts treffen darf, worüber ich mich sehr freue und diese Zeit auch sehr, sehr genieße. Und ich hier auch zwei, drei enge Freunde sozusagen auch in den Inner Circle gezogen habe und gesagt habe, wir können auch miteinander spazieren gehen und wir können rausgehen und gegebenenfalls auch auf dem Balkon einen Kaffee trinken. Natürlich nach wie vor den Abstand. Ich finde das sehr, sehr wichtig und verstehe tatsächlich gerade all die Menschen nicht, die das irgendwie kritisieren bzw. sich da irgendwo eingeschränkt fühlen, weil sie Rücksicht auf andere nehmen sollen. Ich finde das eine ganz katastrophale Meinung, die man dazu haben kann. Meinungsfreiheit, jeden wie er möchte. Aber ja, ich bin mit meiner Meinung dann eben auch hier vertreten und ich kann diese Diskussion gerade gar nicht verstehen. Auch was man jetzt im Grunde da von Sachsen und auch von Thüringen hört, dass wir hier alles aufheben, alles wieder frei und keine Verbote, sondern nur Gebote. Und ich weiß irgendwie nicht. Es ist theoretisch ja nichts anderes als noch vor 2-3 Monaten. Es hat sich eigentlich nichts geändert, außer dass die eigentliche Grippezeit vorbei ist. Das heißt, der normale Grippevirus schläft jetzt seinen Sommerschlaf aus sozusagen. Natürlich hängt sich dann jetzt auch Covid-19 da nicht ran, aber irgendwie, es hat sich eigentlich nicht viel verändert, außer dass wir alle die letzten Wochen sehr vernünftig waren und ich glaube, dass das ganz gut war. Und auch wenn ich gar kein Freund der Maskenpflicht bin und da durchaus vielleicht auch ein bisschen kritisch bin, sehe ich mich da in keinster Weise irgendwie eingeschränkt, denn es obliegt ja immer noch mir, ob ich rausgehe oder nicht. Und so wie kritische Worte zu Beginn, ich verarbeite das tatsächlich gerade, diese ganzen neuen Dinge, die da immer einströmen. Und ich habe in dieser Woche, also in der Bücherwoche, wohl auch einen kleinen Fehler gemacht, denn ich habe einen Film angesehen und der hat mich nochmal ganz schön ängstlich und kritisch und geflasht zurückgelassen, und zwar Contagion, ich habe keine Ahnung. Ist ein Film aus 2011 und über den berichte ich dann natürlich. Und ich habe auch mit Gotham weitergeschaut und die erste Staffel beendet, aber ich habe auch drei Bücher gelesen und eins der drei Bücher habe ich tatsächlich auch wirklich verschlungen. Angefangen hat die Woche mit Love on Lexington Avenue von Lauren Laney. Das ist der zweite Teil der Park Avenue-Reihe. Dann habe ich verschlungen, man kann es gar nicht anders sagen, Panem X von Susan Collins. Das ist ja die Vorgeschichte zu Tribute von Panem zu ihrer Trilogie. Und auch gehört habe ich die 1%-Methode von James Clear. Und ich kann schon so viel sagen, es war eine ganz, ganz tolle Bücherwoche. So viel kann ich sagen, mit wirklich zwei absoluten Highlights. Welche das sind, das erfahrt ihr jetzt natürlich ein bisschen. Über den Rest an Filmen und Serien sprechen wir dann auch einfach nur ein bisschen im Nachgang. Aber ich denke erstmal die Bücher. Und da starten wir mit Love on Lexington Avenue von Lauren Laney. Hier habe ich ja Passion on Park Avenue vor kurzem gelesen, war ja ein Tipp der lieben Christine. Und mir hat ja Teil 1 sehr gut gefallen. Ich fand den Schreibstil toll, diese Idee, dass wir hier drei Frauen haben, die sich im Grunde bei der Beerdigung eines Mannes treffen. Von der einen ist es der Ehemann, von der anderen die langjährige Geliebte. Und die dritte im Bunde, was die erste Geschichte war, die ist eben so eine kurzzeitige Affäre gewesen. Und alle drei treffen sich im Park während der Beerdigung. Merken, sie tragen irgendwie die gleichen Schuhe, die gleiche Uhr und schließen dann ja einen Pakt ab, indem sie im Grunde sagen, sie achten aufeinander, dass sie eben nicht nochmal an so einen Mann wie Brayden sozusagen geraten. Ich mochte den ersten Teil, wie gesagt, super gerne, habe mich jetzt auch sehr auf den zweiten gefreut und freue mich auch sehr auf den dritten. Der kommt dann Mitte Juli, also auch knapp im 2-Monats-Rhythmus, und zwar ist es Marriage on Madison Avenue und da begleiten wir dann im Grunde die dritte Frau im Bunde.
Hier muss ich tatsächlich kurz einwenden, dass ich die Preisgestaltung mal wieder sehr merkwürdig fand. Ich habe natürlich geschaut, was kostet das Taschenbuch und was kostet das E-Book. Und ja, hier liegen wir beim Taschenbuch bei 10 Euro und das E-Book liegt bei 9,99 €. Ha, das ist natürlich immer was, wo ich denke, ja, diese E-Book-Preispolitik, ich will sie einfach nicht verstehen. Aber ja, es hat natürlich an und für sich nichts direkt mit dem Buch zu tun. Es ist nur immer, wenn mir das auffällt, da muss ich immer mal so ein bisschen mit dem Kopf schütteln. Könnt ihr mir gerne auch mal in die Kommentare schreiben, ob euch sowas auffällt, ob ihr darauf achtet und ob ihr das auch ein bisschen merkwürdig findet. Alle Infos, bevor ich es vergesse, findet ihr zu den Büchern natürlich auch unten in der Infobox. Schaut da gerne mal rein. Da gibt es dann auch die Links zu den Büchern und ja, guckt da gerne mal rein. Im zweiten Buch haben wir nun die Geschichte von Claire. Sie ist die Witwe von Braden und ja, sie will die ehemals gemeinsame Wohnung jetzt nach knapp einem Jahr endlich renovieren. Es war ursprünglich die Wohnung von Bradens Tante und genauso sieht es aus. Und sie trifft hier auf Scott, den sie ja von Oliver, einem guten Freund, ja, empfohlen bekommt. Und das ist auch der neue Freund von Naomi oder Audrey. Irgendwie so, also aus dem ersten Teil kennen wir Oliver schon und ja, der bringt nicht nur tolle Ideen und eine etwas mürrische Laune mit, sondern auch Bob, einen großen Hund, den die liebe Claire direkt Bobsy umtauft und ich fand das einfach nur großartig. Also es war sehr viel Humor auf jeden Fall in dieser Geschichte. Ja, wir begleiten hier im Grunde tatsächlich Claire, wie sie ja mit dem Leben als junge Witwe auskommt. Sie ist ja gerade Mitte 30. Ja, wie sie auf neue Kontakte reagieren, wie sich die alten Kontakte vielleicht auch verändert haben ohne den Mann, ohne dass er das Bindeglied sozusagen der Gesellschaft und ihr ist. Und ja, natürlich auch, ja, wie sie mit den Renovierungen so zurechtkommt und wie sie auch, ja, im Grunde das Knistern zwischen sich und Scott verdrängt, soweit es irgendwie möglich ist. Natürlich erfahren wir auch einiges über die beiden anderen Mädels, die wir ja schon aus dem ersten Teil kennen und auch die Entwicklungen. Und deswegen ist tatsächlich auch wichtig, dass man eigentlich den ersten Teil kennt. Man kann natürlich sagen, es ist ja keine echte Reihe, sondern eher eine Serie. Und da kann man natürlich schon ein bisschen unabhängiger voneinander lesen. Aber es macht durchaus Sinn, eben den ersten Teil Passion on Park Avenue zu kennen, damit man eben die Charaktere kennt und die Entwicklung auch ein bisschen nachvollziehen kann. Für mich war der zweite Band tatsächlich noch ein bisschen besser und schöner als der erste Teil. Mir hat der sehr, sehr gut gefallen. Ich mochte es, dass wir mehr Hintergründe erfahren haben, dass es tiefgründiger wurde, dass wir die Charaktere immer wieder begegnet sind. So hat man ja doch ein bisschen länger was von ihnen. Ich mochte auch das ganze Umfeld. Wir sind in New York City. Wir sind auch richtig schön dort immer mal unterwegs. Wir erleben auch so ein bisschen diesen Umwandlungsprozess, wo man sich inspirieren lassen kann, warum es jetzt auf einmal alles pink wird, anstelle langweilig beige, Vanille, weiß, wie auch immer. Und ich fand das tatsächlich richtig, richtig schön. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Es war locker, es war leicht, es war flüssig, es war humorvoll. Und es war so richtig schön, was mich eingefangen hat, abgeholt hat, mitgenommen hat. Und es war tatsächlich irgendwann so das Gefühl, dass man dort im Grunde eigentlich Freundinnen hat. Und ja, man die eben genauso gut kennt, wie sich selbst gefühlt. Also das schafft für mich die Autorin auf jeden Fall, dass man sich selbst so als Teil der Geschichte sieht und nicht einfach nur irgendwelchen drei Frauen sozusagen dabei zuliest, wie die leben, sondern irgendwie, ja, das im Grunde ein Teil wird. Und das ist für meinen Begriff von Lauren Laney auf jeden Fall super getroffen worden. Was mich tatsächlich zu Beginn und so die erste Hälfte sehr, sehr gestört hat, war Claire. Sie ist Mitte 30, ist Witwe und ja, ich kann einiges entschuldigen mit der Begründung, sie hat gerade ihren Mann verloren, sie hat erfahren, dass er sie jahrelang belogen hat, dass er sie betrogen hat, nicht nur einmal, sondern ja, wie wir dann jetzt schon wissen, zumindest mit zwei Frauen, dass da mehr Schein als Sein war, aber was mich unglaublich gestört hat, ist, wie sie sich selbst dargestellt hat, also als alt und hässlich und sie weiß gar nicht mehr, wie man flirtet und sie ist so alt, kein Mann wird sie mehr mögen oder anschauen oder ja, und sie hat im Grunde mit dem ganzen spaßigen Leben irgendwie abgeschrieben und da ich ja selbst Mitte 30 bin, fand ich das ziemlich erschreckend, weil ich ja auch in meinem Freundeskreis durchaus Frauen im gleichen Alter kenne und denke mir, ich habe noch nie von irgendeinem von denen solche Sachen gehört. Und ja, jeder von uns hat mal einen schlechten Tag und guckt im Spiegel und denkt sich, ja, ne, das ist heute irgendwie nicht perfekt, aber so diese Grundhaltung, dass die so negativ war und sie das immer aufs Alter bezogen hat, da dachte ich, mit Mitte 30 ist das Leben noch nicht vorbei. Also wäre sie jetzt vielleicht, keine Ahnung, 70
Und auch da ist das Leben nicht vorbei. Aber irgendwie, dass man sagt, ich bin im fortgeschrittenen Alter, war jetzt mit dem Mann 50 Jahre zusammen, ich habe keine Ahnung, wie Dating funktioniert. Das hätte ich irgendwie verstanden und so ist mir Claire vorgekommen. Das hat mich zu Beginn wirklich sehr häufig gestört und das habe ich auch, da ich es zusammen mit der lieben Becky gelesen habe, auch wirklich die ersten 3-4 Leseabschnitte angesprochen, dass ich das total merkwürdig fand, wie negativ sie ist. Und ja, ich habe versucht, einiges auf diesen... Ja, sie muss darüber hinwegkommen, Prozess geschoben, aber das fand ich tatsächlich sehr schade, auch dass man dieses Frauenbild im Grunde so zeigt, dass man eben mit Mitte 35, also sich auch im Grunde gleich vielleicht erschießen kann. Also das fand ich an mancher Stelle ganz schön heftig und bin froh, dass sie doch irgendwie dann gesagt hat, es muss hier nicht vanillebeige weiß sein, sondern sie will jetzt irgendwie limettenpink und sich dann doch irgendwie auf das Leben eingelassen hat. Jeder Freundin, die so also mit mir reden würde, die würde ich tatsächlich wahrscheinlich ja buchstäblich sozusagen erstmal schütteln und sagen, dass das Leben noch so viel für sie, für uns bereithält und also so viel dazu. Aber ich muss ganz klar sagen, dass das immer nur zwischendurch war. Es ist definitiv an mir hängen geblieben und deswegen ist es vermutlich auch tatsächlich kein Highlight geworden. Aber es ist eine richtig schöne Geschichte. Ich mag also den zweiten Band tatsächlich einen Hauch mehr als noch den ersten, weil ich auch die Entwicklungen darin viel schöner fand, nicht ganz so vorhersehbar wie vielleicht Teil 1, weil manches doch ein bisschen überrascht kam. Und natürlich weiß man irgendwo, wo es hinläuft und es wird jetzt ja auch einen dritten Teil geben, wo man schon weiß, wer die Protagonistin ist und ja, man erahnt natürlich, wo es hingeht, aber es ist richtig schön, es lässt sich toll lesen und ich lese ja zurzeit tatsächlich relativ viele von dieser Art Geschichten und mag diese Wohlfühl-Liebesromane ja sehr, sehr gerne und da sticht sie aber definitiv sehr, sehr positiv heraus. Danach kommen wir jetzt zu einem absoluten Lesehighlight und zwar Panem X von Susan Collins. Das wohl meist erwartete Buch, zumindest für mich, in diesem Jahr. Ich war so gehypt, als ich gesehen und erfahren habe, dass es eine Vorgeschichte zu Die Tribute von Panem Trilogie geben wird. Ich habe schon länger immer mal geguckt, ob von Susan Collins etwas kommt, weil ich dachte, Mensch, die hat da so eine geile Jugenddystopie rausgehauen. Kommt dann nochmal was? Was kommt da? Kommt dann eher was Erwachseneres? Bleibt sie im Jugendgenre? Ich war da sehr, sehr gespannt und neugierig und habe dann eben gesehen, dass Panem X kommt. Und das X steht für 10 und das verrät uns im Grunde schon, wo wir hier auch sein werden, nämlich bei den 10. Hungerspielen. Also im Grunde spielt ja Panem bei den 74. bzw. 75. Hungerspielen. Das heißt, wir sind 65 Jahre zuvor und wir begleiten einen bekannten Charakter, nicht nur im Grunde einen, aber ja, der ist im Grunde der Hauptcharakter hier in Panem X und zwar den zukünftigen President Snow. Wir begleiten Corey in seiner Schulzeit und er erzählt uns so einiges aus dem Krieg, der Panem so gespaltet hat, wie es im Grunde zu der Aufteilung der Distrikte kam, warum es die gibt, wie dieser ganze Krieg stattfand, wie auch seine Eltern verloren hat, dass er bei seiner Oma aufgewachsen ist, wie es auch zu den Hungerspielen kam. Wir erfahren da wirklich sehr viele Hintergrundinformationen und sind dann eben bei den 10. Hungerspielen dabei. Das sind die ersten Hungerspiele, wo es Mentoren gibt und diese Mentoren sind eben die Abschlussschüler der Schule im Kapitol und 24 Schüler bekommen eben jeweils ein Tribut von den Distrikten zugeteilt und Corey Snow bekommt das Mädchen aus Distrikt 12. Was wir ja sehr, sehr gut kennen aus die Tribute von Panem, denn auch Katniss und Peter kamen ja aus Distrikt 12. Und so begleiten wir im Grunde Corey bei den 10. Hungerspielen, bei seiner Tätigkeit als Mentor und auch darüber hinaus und erfahren so eine ganze, ganze Menge mehr über diesen jungen Mann und kann vielleicht am Ende irgendwo den Präsidenten Snow erkennen und welche Handlung irgendwas vielleicht in ihm irgendwie ausgelöst hat. Ich möchte tatsächlich gar nicht so viel verraten, weil es natürlich schwierig ist, zum einen, man spoilert zwar jetzt nicht die Tribute von Panem, aber es gibt so viele Dinge, die auf einmal Sinn machen, nach im Grunde dieser Vorgeschichte. Und ich war tatsächlich auch relativ kritisch, was diese Vorgeschichte angeht, weil ich eigentlich gar kein Fan bin von Vorgeschichten. Mich hat das damals schon so ein bisschen bei Star Wars gestört. Ich weiß auch, dass ich ja erst Herr der Ringe und dann den Hobbit gelesen habe. Ich fand das auch bei der Film
Bei den Filmen merkwürdig, warum die Vorgeschichte im Grunde davor erzählt wird. Also ich bin da immer nicht ganz begeisterungsmäßig direkt unterwegs und denke, oh ja, weil eigentlich weiß man ja, wie die Geschichte ausgeht, beziehungsweise wo sie hingeht. Hier liegt aber natürlich die Geschichte 65 Jahre zurück und lässt im Grunde nur erahnen, was auch in dieser ganzen Zwischenzeit vielleicht passiert ist. Ich muss auf jeden Fall den Preis ansprechen. Also 26 Euro für ein Jugendbuch, es ist natürlich Hardcover, es ist richtig schön gemacht, es hat hier ja auch diese wirkliche goldene Schrift und diese goldene Schlange und den Vogel, also es ist schon super schön. Was mir sehr gut gefallen hat, ist hier der Schutz sozusagen, den wir hier haben, ich glaube, es war kein Plastik drum, dass wir im Grunde hier die Seiten schützen. Das war im Grunde innen und musste man auch erstmal so abreißen. Das ging aber ohne Probleme und dann kann man das Teil sozusagen auch nach innen einfach einfalten und dann ist das auch weg. Das finde ich tatsächlich sehr schön. Ich bin kein Freund von eingeschweißten Büchern. Ich frage mich immer, warum Bücher, die ja eigentlich einen Schutzumschlag haben, nochmal eingeschweißt werden muss. Aber ich weiß, dass es auch ganz viele gibt, die es überhaupt nicht ertragen, dass Leute irgendwas angefasst haben von Büchern. Mein Problem habe ich tatsächlich nicht. Mein Problem ist eher dieses viele Plastik. Dementsprechend finde ich diese Lösung tatsächlich sehr schön. Finde ich jetzt auch für zu Hause sehr praktisch und sieht halt auch im Regal, wenn man es hätte, richtig cool aus. Dennoch finde ich 26 Euro ganz schön heavy. Also für ein Jugendbuch, ja, also schlagen da so zwei Herzen in meiner Brust. Ich verstehe natürlich den Verlag, dass man sagt, ein so gehyptes Buch, auf das alle warten, sind die Leute natürlich bereit, auch 26 Euro zu bezahlen. Das zahlen wir auch für den King und für den Fitzek und keine Ahnung. Aber ich muss natürlich schon sagen, ich finde 26 Euro einfach im Jugendbuchbereich schon heftig. Also wenn ich damals zurück, also wenn man jetzt hochrechnet und ich rechne immer mal gerne noch in D-Mark um und ja, das sollte man nicht tun, weil es liegen 20 Jahre dazwischen, aber sind das ja tatsächlich im Grunde über 50 Mark. Und wenn ich denke, ich hatte damals mit 14, 15, 50 D-Mark Taschengeld und habe tatsächlich schon gedacht bei Harry Potter, hui, das hat glaube ich 28 Mark gekostet, was ja in etwa jetzt der Preis hiervon ist, also umgerechnet, und dachte schon, das ist schon ganz schön heftig. Und diese Meinung vertrete ich. Also ich finde definitiv 26 Euro für ein Jugendbuch zu viel. Ich frage mich, warum man nicht einfach eine schöne broschierte Ausgabe gemacht hat, wenn man das sonst nicht irgendwie rechtfertigen kann. Ist klar, es sieht toll aus. Ich will das überhaupt nicht abstreiten. Ich finde hier diesen Golddruck richtig schön. Aber ich weiß nicht, ob Jugendliche tatsächlich 26 Euro, also ich finde es einfach heftig. Das E-Book wiederum liegt bei 16 Euro und da muss ich das ja auch schlucken und denke mir, hui, für ein E-Book, für eine Datei 16 Euro. Aber hier finde ich, ist die Ersparnis tatsächlich so, dass man sagt, wenn man E-Books liest und will es vielleicht nicht im Regal stehen haben, dann kann man sich auch das E-Book durchaus holen. Also da finde ich den Unterschied, den würde ich mir tatsächlich öfter wünschen, muss ich ganz klar sagen. Also ja, aber darum soll es eigentlich gar nicht gehen, aber das ist echt was, gerade diese Preisgestaltung und dann das darüber wundern, warum zum Beispiel manche Reihen nicht gekauft werden oder dann auch nicht fortgesetzt werden, das hängt für mich einfach alles auch irgendwie zusammen. Aber es ist natürlich ein Buch, auf das viele, viele, viele Fans gewartet haben und ich glaube, dass es auch als ein Buch ist, was man sehr viel auf BookTube und Bookstagram und auf Blogs definitiv sehen wird. Aber jetzt, mein Highlight, definitiv. Also die Vorgeschichte steht der Trilogie in nichts nach. Susan Collins kann schreiben, sie kann packend schreiben, fesselnd, sie reißt einen mit, sie entführt einen ins Kapitol und das ist einfach der Wahnsinn. Wir sind endlich mal sozusagen beim Feind, wir sind im Kapitol, wir erleben, wie es nach dem Krieg war, wie den Menschen es ging, wie sich die Menschen fühlten, wie es losging mit den Hungerspielen, dass das überhaupt gar nicht so begeisternd von allen aufgenommen wurde, dass was da dahinter steht. Hier kommen auch die ersten Ideen, die wir dann im Grunde in ausgereifter Form 65 Jahre später kennen. Man sieht hier, wo im Grunde ja der Samen gepflanzt wurde und ich fand das unfassbar gelungen. Es hat mich total gefesselt, sehr begeistert und ich habe Japaner tatsächlich gefühlt in 3 Tagen mit über 600 Seiten weggesuchtet. Habe dann natürlich ein bisschen
geschlampt sozusagen beim Hörbuch, was danach noch kommt. Aber ich musste das verschlingen. Ich fand das unfassbar gut. Es war von den ersten Seiten, war man drin. Man hat irgendwann den Snow, den Präsidenten, den wir kennen, ausgeschalten und war dann im Grunde bei dem Schuljungen, bei Corey. Und das war einfach Hammer. Also diesen Charakter zu schaffen, so tiefgründig, so lebendig und auch diese Entwicklung, die er macht und ja, dass tatsächlich eben der Mensch nicht einfach von Grund auf böse sozusagen ist, sondern es eben auch, ja, das Samenpflänzchen braucht, die dann eben irgendwann erblühen oder eben auch nicht. Es ist der Hammer. Also die Geschichte so aufzuarbeiten, so mitzunehmen und uns wirklich so weit zurückzuwerfen, fand ich, es ist absolut gelungen. Auch was nach diesen Hungerspielen hier drin passiert, es gab so viele Gänsehautmomente. Es gab Momente, wo also zum Beispiel singt ja Katniss bei die Tribute von Panem 2, 3 Lieder und die tauchen hier auf. Und das waren, ja, ich krieg auch direkt wieder Gänsehaut. Das waren absolute Gänsehautmomente. Ich fand das einfach der Wahnsinn. Man bekommt so einen Bezug in die Zukunft. Und dann verknüpft sich das, es verwebt sich und es macht noch mehr Sinn als eh schon, denn auch die Tribute von Panem waren ja schon wirklich griffig und erklärend und bildhaft und lebendig und das schafft für mich Susan Collins hier auch. Also sie hat mich total mitgerissen, sehr begeistert, sie hat einen Charakter erschaffen, den man ja eigentlich hasst, weil man ihn im Grunde ja kennt, aber hier drin dann einfach nochmal anders kennenlernen. Und ich möchte jetzt gar nicht sagen, dass ich ihn hier lieben gelernt habe, das möchte ich tatsächlich nicht so sagen und nicht unterschreiben. Aber man konnte ihn nochmal mit anderen Augen sehen. Man hat ihn kennengelernt. Und manchmal, nicht, dass manches Taten rechtfertigt, aber manches versteht man irgendwie besser. Und auch warum manches gemacht wurde in der Trilogie, warum da die Charaktere etwas getan haben, zeigt sich hier. Und ach, ich bin total hin und weg. Also ich war total gefesselt, gebannt. Ich musste tatsächlich lesen. Und ich finde es Hammer. Also für mich wirklich ein Highlight. Ist für mich, schließt sich das perfekt in die Trilogie mit an. Ich habe jetzt direkt Lust, die Bücher, die Trilogie zu lesen. Ich werde es wahrscheinlich bei den Filmen erstmal belassen. Aber ich fand das großartig. Also es ist richtig, richtig toll. Und die Befürchtungen, dass das nur ein billiger Abklatsch wird, die kann ich überhaupt nicht irgendwie bestätigen oder unterstützen. Weil für mich ist das auch wirklich großes, großes Bücherkino. Mich hat sie sehr gefesselt. Susan Collins und die ganze Geschichte ist der Hammer. Und auch, wenn man so verschiedene Nachnamen hört und die haben dann später mal auch irgendwann eine gewisse Rolle und man, also es ist einfach, es ist großartig. Also das ist so schön, dass man da irgendwie einen Bezug hernimmt und ja, einfach der Hammer. Wirklich gigantisch, großartig, ein absolutes Highlight und wird jetzt wunderbar aussehend in mein Regal wandern und sich zu den anderen drei Büchern sortieren, weil es definitiv ein Highlight, was eben auch im Regal bleibt. Wie könnte es tatsächlich anders sein nach dieser Schwärmerei und nach den vielen Gänsehautmomenten definitiv. Und von dem E-Book der Woche habe ich im Grunde schon vorhin kurz gesprochen und gesagt, dass es so ein bisschen warten immer mal musste, beziehungsweise nicht ganz so weggesuchtet wurde, wie ich es vielleicht tatsächlich in anderen Wochen gesuchtet hätte, weil halt einfach Panem ein bisschen dazwischen kam. Nichtsdestotrotz ist die 1%-Methode von James Clear ebenfalls ein Highlight. Und nicht nur ein Wochen-, Monat-, Jahres-Highlight. Ich finde tatsächlich, jeder sollte dieses Buch gelesen oder gehört haben. Das kann sich jeder heraussuchen, wie er möchte. Das Buch ist eine Empfehlung der lieben Jackie Feldgut. Ich packe ihre Internetseite einfach mal unten in die Infobox. Schaut gerne mal bei ihr vorbei. Und wir tauschen uns ja durchaus auch immer mal wieder ein bisschen über Bücher aus und Jackie erzählt mir auch immer mal, was sie gerade liest. Und da hat sie recht schwärmerisch von diesem Buch im letzten Jahr gesprochen, als sie es im Englischen gehört oder gelesen hat. Und ich habe jetzt so dann schon so geliebäugelt und dachte, aber ob so ein Sachbuch tatsächlich auf Englisch für mich funktioniert, da warte ich mal aufs Deutsche. Und prompt kam die Ankündigung, dass das Buch jetzt eben im April erscheint. Und schwupps war es dann im Grunde auch schon bei mir. Das Buch trägt den Untertitel Minimale Veränderung, maximale Wirkung, Entscheidungsfindung mit Kleingewohnheiten jedes Ziel erreichen. Und das fand ich schon mega, mega spannend. Denn ich glaube, wir kennen es alle, dass wir irgendwie eine neue Gewohnheit in unser Leben bringen wollen, dass wir irgendwie Prioritäten setzen wollen, dass wir jeden Tag To-Dos haben, die Spaß machen, aber auch welche, die nicht so.
uns vielleicht liegen und die wir auch gerne mal verschieben und aufschieben. Und hier habe ich mir einfach neue Impulse erwartet und habe die auch bekommen. James Clear ist bekannt als Autor und Speaker und ist gerade auf den Themen Gewohnheitsbildung, Entscheidungsfindung und Optimierung spezialisiert. Und der Mann schafft es, Dinge, die man eigentlich irgendwie weiß, perfekt auszudrücken, Beispiele zu schaffen und die ganz klein herunterzubrechen. Und das war in diesem Buch wirklich grandios, war für mich wirklich ein Highlight. Es geht darum eben tatsächlich im Großen, dass man Gewohnheiten, die man festigen möchte, mit ganz kleinen Schritten beginnt. Denn der Mensch ist eben ein Gewohnheitstier und viele Dinge tun wir aus Gewohnheit. Und es ist auch wichtig, dass wir eben ja, Gewohnheiten haben, weil sie ja unserem Gehirn im Grunde Kapazitäten abnehmen, weil wir eben genau wissen, wenn wir morgens aufstehen, gehen wir rechtsrum aus dem Bett raus, laufen erstmal in Toilette, ins Bad, Zähne putzen, keine Ahnung, dann machen sich manche Leute einen Kaffee, ich mache mir einen Tee. Also es gibt ja so Rituale, die wir einfach alle haben. Und wenn man die aber durchbrechen möchte, beziehungsweise neue Gewohnheiten dann auch hineinbringen möchte, dann müssen wir uns auch als Mensch erstmal daran gewöhnen. Und es ist wichtig, dass wir eine Gewöhnung sozusagen auch wirklich so erschaffen, dass sie zum einen leicht ist, schnell umsetzbar, dass wir schnell auch Erfolge sehen und ja, dass wir im Grunde dranbleiben. Denn ja, eine Gewohnheit wird nur eine, wenn man sie jeden Tag tut. Und das Besondere fand ich, was James Clear mir mitgegeben hat, ist tatsächlich nicht, mich zu fragen oder mir eine Gewohnheit irgendwie zu benennen. Also ich muss jetzt jeden Tag spazieren gehen, als Ausgleich zum Homeoffice zum Beispiel, sondern ich möchte gerne ein Mensch sein, der spazieren geht, der das Spazierengehen genießt, der das Wandern genießt. Und darum geht es tatsächlich sehr groß in diesem Buch, dass man eben dass man sich fragt, welche Art Typ Mensch möchte man werden und wie werde ich das und wie werde ich zu dieser Person? Und das fand ich total faszinierend. Und ich konnte das auf so viele Kleinigkeiten bei mir auch herunterbrechen, dass ich denke, zum Beispiel auch YouTube, dass das eine Routine ist, dass das eine Gewöhnung ist, dass ich hier Woche für Woche sitze und ja, einfach mit euch quatsche und ich auch merke, wenn ich mal 2-3 Wochen nicht darüber rede, dass das total merkwürdig ist, weil da fehlt eben was. Und auch wenn ich mich dieses Jahr wieder dazu entschlossen habe, so einen Monat eine Sommerpause zu machen, einfach um die Urlaubszeit wirklich als Urlaubszeit zu genießen, weiß ich doch, dass es mir fehlen wird, ja, hier zu reden. Wobei natürlich aus 4-mal nicht tun dann auch wieder eine Gewohnheit werden könnte, was ja wieder ja, im Grunde ein Problem sein könnte. Es geht eben nicht darum, einfach nur etwas anderes, Neues zu tun, sondern eine neue Identität zu schaffen, die man sein möchte. Der Mensch, der man sein will und eben nicht um des Tuns sozusagen wegen, sondern eben sich darin zu sehen. Wenn man ein Mensch sein möchte, der sportlich ist, der kein Training ausfallen lässt, der eben zielstrebig ist, dann wird man ganz anders an die Sache herangehen, täglich ins Fitnessstudio zu gehen, als wenn man nur sagt, ich möchte jeden Tag Sport machen. Dass das hier oben im Kopf ganz, ganz, ganz viel macht. Es geht auch um Ablenkungen, wie wir diese wahrnehmen und wie wir uns auch manchmal bewusst für eine Ablenkung entscheiden, aber sehr oft ist es doch eine sehr unbewusste Entscheidung und dass wir das zum Beispiel auch sehr schwer machen sollten. Und er hat es angeführt mit Social Media, dass er dazu neigt, eben da einfach Zeit zu verplempern und er jetzt immer irgendwie am Sonntag setzt seine Assistentin die Passwörter zurück, verändert die, sperrt die irgendwo ein und wenn er montags irgendwann so diesen Drang hat, naja, jetzt hätte ich so Luft und jetzt würde ich hier gern mal ein bisschen, dass ihm aber der Aufwand zum Teil so groß ist, da erstmal hinzulaufen zu diesem Schub, den aufzusperren, das Passwort herauszunehmen, die Passwörter zu ändern und so er manchmal eben diesem Verlangen sehr lange entgegenkommen kann. Irgendwann spätestens am Wochenende sagt er, greift er dazu, aber er so im Grunde nicht die extreme Zeit verdattelt, wie er das früher gemacht hat. Es kommt für ihn auch nicht immer aufs perfekte Ergebnis an, sondern er ist ein Freund von dieser 80-20-Methode, also als Beispiel, dass man sagt, 80% ist im Grunde hier schon drin. Die 20%, die jetzt noch fürs Perfekte fehlen würden, aber 80% des Aufwandes aufmachen und dass man hier im Grunde einen Ausgleich schafft. Also allen Perfektionisten wird im Grunde ja diese Angst, dass es nicht ausreichend ist, dass es nicht perfekt ist, wird im Grunde genommen, indem man eben auch sagt, man sollte 80% von etwas wissen und die 20%, entweder lernt man die neu hinzu
Oder man lebt eben damit, dass man hier eben eine Lücke hat und dass es eben aber auch gar nicht schlimm ist und dass man eben einfach mal macht und nicht darauf wartet, bis es perfekt ist. Und das passt gerade zu zwei, drei Dingen in meinem Leben sehr, sehr gut, dass man eben auch das einfach macht. Und ich werde auch nicht perfekt sein, aber das muss es eben auch gar nicht, sondern man geht einfach erstmal diesen Weg und fängt an und kann im Nachgang immer noch Dinge verbessern und anders machen oder auch einfach daraus lernen, denn das Leben ist eben auch einfach ein Lernprozess. Und mir hat dieses Buch so, so viel gegeben, so viele Impulse, so viel zum Nachdenken, und dieses Buch wird jetzt auch ganz bald bei mir als echtes Buch einziehen, weil ich möchte darin blättern, ich möchte Markierungen setzen, und ich habe das natürlich beim Hörbuch schon gemacht und ich habe auch viel schon so ein bisschen aufgeschrieben, aber mir hat das unglaublich viel gegeben, an Gedanken mitgeben, an wirklich auch diesen Impulsen, Dinge auch einfach mal anders zu sehen. Und auch das Thema Motivation, dass die oftmals so nach dem Start erst kommt und gar nicht davor. Und dass man eben auch einfach mal anfängt. Und ich fand das großartig. Und alle Perfektionisten werden das Buch wohl hassen, insofern sie sich nicht darauf einlassen, vielleicht auch einfach mal unperfekt zu sein. Ich selbst bin ja tatsächlich gar kein Perfektionist, sonst würde ich wahrscheinlich überhaupt kein Booktube-Video drehen, würde kein Instagram-Bild erstellen, würde meinen Podcast nicht machen. Ich glaube, ich wäre nie irgendwie zufrieden. Ich bin froh, dass ich schon vor relativ langer Zeit mir das abgewöhnt habe, perfektionistisch sein zu wollen, weil sonst gäbe es das nicht, weil ich weiß genau, meine Videos sind auch nicht perfekt da. Den einen rede ich zu lang, den anderen schweife ich zu sehr ab. Das Bild könnte vielleicht besser sein, der Ton ist manchmal zu tief, manchmal zu hoch und keine Ahnung. Dann wäre mir so vieles im Grunde verwehrt worden, wenn ich das nicht gemacht. Also ja, man sollte einfach machen. Und das hat James Clear für mich ganz, ganz toll rübergebracht. Und er hat mich wirklich so ein bisschen entbrannt und hat so viel auch mir zum Denken mitgegeben, und das finde ich tatsächlich das Besondere, das finde ich so schön eben auch an diesem Buch, und es hat mich eigentlich einfach wunderbar unterhalten, aber auch so viel fürs Gehirn mitgegeben, und ich kann es wirklich nur empfehlen. Und meiner Meinung nach muss es tatsächlich eigentlich jeder mal gelesen haben oder gehört haben, das dürft ihr euch gerne aussuchen. Und vielleicht kennt ihr ja ähnliche Bücher, dann natürlich gerne auch mal in die Kommentare, würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen. Also alles in allem eine großartige Woche mit wirklich tollen Büchern, zwei absoluten Highlights, und es hat echt Spaß gemacht. Auch natürlich war es eine kurze Woche, und auch die Spaziergänge, das bisschen Wandern war richtig, richtig schön. Ich habe sogar eine Wander-App, man mag das gar nicht glauben, aber ich freue mich darauf, diese Gewohnheit dann im vollsten Vergnügen sozusagen zu genießen. Dann habe ich die erste Staffel von Gotham beendet. Ich habe die ja vor knapp 2 Wochen angefangen, und ich bin sehr angetan. Ich finde die Serie richtig, richtig gut. Nach wie vor sehr schwärmerisch. Ich bin ein Batman-Mädchen, und ich finde es toll, dass wir hier James bzw. Jim Gordon begleiten, dass wir hier so die Entwicklung eines jungen Bruce Wayne haben, dass wir so die Bösewichte im Grunde, die man schon irgendwie kennt, hier erlebt. Ich mochte es sehr. Ich fand das Ende von Staffel 1 mega, mega spannend und auch mit einem sehr gemeinen Cliffhanger. Und ich denke, jetzt wird es dann mit Staffel 2 demnächst auch weitergeben. Und dann habe ich schon gesagt, dass ich den Fehler gemacht habe und einen Film geschaut habe, nämlich Contagion. Ich vermute einfach mal, dass er so ausgesprochen wird. Der Film ist von 2011 und ist von Steven Soderbergh, und eigentlich war die Inspiration für diesen Film im Grunde das SARS-Virus, was ja irgendwie 2009, 10, 8 war, ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Und Steven Soderbergh hat im Grunde die Idee gesponnen, was passiert, wenn man einen unbekannten Virus hat. Wie geht man mit einer weltweiten Pandemie um? Wie ist der Weg des Viruses? Wie kann sich dieser verbreiten? Wie schnell geht das? Und er zeigt uns im Grunde Covid-19, und das schon fast 10 Jahre früher. Es ist die Geschichte einer jungen Frau, einer Mutter, die in Hongkong auf Geschäftsreise ist, die dort in einem Restaurant ist, dort auch mit Menschen in Kontakt kommt, auch in einem Casino ist, dann einen Heimflug nimmt, einen Zwischenstopp hat, dann in Chicago noch jemanden trifft, mit jemandem im Auto heimfährt, der wiederum eben dann auch irgendwann mal eine US-Bahn benutzt oder die öffentlichen Verkehrsmittel. Zu Hause umarmt sie ihren Sohn,
und merkt dann relativ schnell zu Hause, dass es ihr nicht gut geht, dass es ja, sehr, ihr sehr schlecht geht. Und nach, ich glaube, 3 Tagen ist sie dann tatsächlich tot. Ja, kurze Zeit später stirbt auch der Sohn. Und der Mann, Vater, gespielt von Matt Damon, ja, steht jetzt natürlich erstmal hier, wird untersucht, wird festgestellt, dass er immun ist. Und dann geht es eben für ihn darum, sich weiter irgendwie zu schützen, aber auch seine andere Tochter davor zu bewahren. Und gleichzeitig ist das eben ein Virus, der sich ähnlich verhält wie Covid-19, allerdings mit der allerdings mit der Zeit, dass das Virus ausbricht, innerhalb von 3-4 Tagen natürlich gar nicht so dieses Extreme hat, wie es für mich ja Covid-19 hat, mit den fast bis zu 2 Wochen und eben auch die Patienten gefühlt durchweg tatsächlich daran sterben. Das haben wir hier ja zum Glück in unserer Pandemie nicht erlebt. Aber natürlich ist es ein Film und er wird auch überspitzt natürlich gezeigt. Die Überspitzung tat mir an mancher Stelle aber tatsächlich nicht gut. Also ich weiß, dass ich den Film damals als Trailer gesehen habe und ich ja ein großer Fan von Matt Damon bin und auch von Kate Winslet. Und aber damals eigentlich irgendwie schon dachte, das ist kein Film für dich, Steffi. Das ist dir zu nah an der Realität. Und ich weiß gar nicht, was jetzt so mein Gedankengang war, ihn sich doch anzuschauen. Zum einen hat ein guter Freund von mir geschwärmt und auch Jonas von Cinema Strikes Back hat ihn jetzt letztens geguckt und einfach so tolle Worte dazu gefunden, dass ich dachte, ach Mensch, irgendwie juckt es dich ja doch und du müsstest ihn jetzt mal schauen. Und ich habe ihn auf Sky gesehen und ich hätte es nicht machen sollen. Es ist so nah an der Realität. Also diese Suche nach Patient 1, nach der Ursache, nach wo kommt es her, wie konnte es sich ausbreiten und diese ganze Verfolgung. Ja, wer hat wem wann getroffen, wie ist man davon betroffen? Es geht natürlich zum einen auch um die Forschungsarbeit, um die Ärzte, die jetzt eben das suchen, diesen Virus untersuchen, das Gegenmittel suchen. Gleichzeitig natürlich ist das was Politisches, wann werden wir überhaupt informiert, wie werden wir informiert, was passiert, wenn wie im Film eine Panik ausbricht, Leute plündern, räumen Apotheken und Läden aus und damit meine ich nicht Klopapier. Also ich habe tatsächlich keinen im Film gesehen, der Klopapier gekauft hat, also nach wie vor ein Phänomen, das ich einfach nicht nachvollziehen kann. Aber es ist so viel passiert und wir können froh sein, dass nur die Hälfte von den Dingen sozusagen bei uns passiert ist, weil natürlich gibt es da dann auch die Verschwörungstheoretiker und da kann man tatsächlich sie auch so nennen, die tatsächlich auch von Heilmitteln sprechen, die aber gar nicht stimmen, die einfach nur das erzählen, damit sie etwas erzählen, die alles anfechten und im Grunde auch in diesem Fall im Film Lügen verbreiten und mich hat das wirklich sehr in den Grundfesten erschüttert. Ich hatte wirklich 3-4 Momente, wo ich ganz schön geschluckt habe, wo ich auch wirklich vor Angst starr war. Zum einen mit dem Gedanken, das ist ja genauso wie jetzt. Und die etwas extremeren Szenen, oh Gott, zum Glück ist uns das bis jetzt erspart geblieben. Also es ist schon ganz schön heftig. Und besonders auch die Todesrate natürlich in dem Film, dass man da gerade noch mit einer Ärztin spricht. Im nächsten Moment ist sie krank und im übernächsten wird sie im Grunde in ein offenes Grab gelegt, weil man gar nicht mehr hinterhergekommen ist, die ordentlich zu beerdigen, die zu verbrennen. Es ist total irre, wie nah das an unserer Realität ist. Und ich wünschte mir, dass die ganzen Kritiker, die sich diesen Film einfach mal anschauen und die Parallelen erkennen und vielleicht doch ein bisschen dankbarer werden, dass wir in Deutschland einfach frühzeitig da einfach die Bremse gezogen haben. Also ein Film, den ich sehr, sehr, sehr empfehlen kann, wirklich großartig gespielt von Matt Damon, Kate Winslet, Jude Law, Lawrence Fishburne, Steven Soderbergh hat etwas geschaffen, was so nah an der Realität ist, dass die Realität es im Grunde ja überholt hat. Es ist total erschreckend. Ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt empfehlen würde, weil er mich, wie man glaube ich auch noch merkt, sehr, sehr aufgewühlt hat und sehr, ja, zurückgelassen hat. Ich finde, Angst ist immer so ein großes Wort, auch wenn Leute sagen, ich habe Angst vor Spinnen. Das ist immer so, ich denke, naja, die wird dich jetzt nicht fressen, ne? Also ich mag auch keine Spinnen, ich mag auch keine Schlangen, ne? Das ist gar keine Frage, aber es ist doch etwas anderes, aber es ist so
ein ganz komisches, mulmiges Gefühl nach diesem Film und in diesem Film gewesen. Und ja, gegen Ende des Films durchaus eine Möglichkeit, wie auch unsere Zukunft vielleicht aussehen könnte. Und fasziniert war zum Beispiel auch, dass die von 3 Meter Abstand sogar zueinander gesprochen haben und auch Mundschutz und möglichst niemand anderen besuchen, Schulen geschlossen wurden und man sich so denkt, okay, also es scheint dann schon vielleicht irgendwas dran zu sein. Und ja, also jeder, der hart im Nehmen ist und so einen Film vielleicht jetzt tatsächlich ertragen kann, sollte sich den unbedingt anschauen. Er ist jetzt seit 2019, 2020 auch einer der meist gesehenen Filme auf Streaming-Anbietern, was ich gar nicht überraschend finde und eigentlich vielleicht doch. Also es ist schon ein bisschen creepy, dass sich das Leute tatsächlich jetzt irgendwie anschauen, aber auch ich gehöre zu diesen merkwürdigen Leuten, die Realität noch nicht komisch, gruselig, creepy genug war. Ja, muss man ja tatsächlich so sagen. Also Empfehlung, aber für zarte Gemüter jetzt vielleicht nicht gerade in unserer Zeit. Muss ich tatsächlich einschränken. Ja, ansonsten glaube ich, war es das auch soweit mit der Woche. Genug geplaudert. Ich bin natürlich sehr gespannt, ja, was ihr so gelesen habt, was ihr gehört habt, was euer Highlight vielleicht im Mai war. Wir haben ja jetzt das lange Pfingstwochenende vor uns. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Vielleicht auch, ob ihr jetzt so den ein oder anderen Science-Fiction-Film und Buch mit anderen Augen seht, wenn es natürlich um so eine Postapokalypse irgendwie geht. Wir sind natürlich weit entfernt von The Walking Dead, aber man weiß es nicht. Aber ja, schreibt mir das gerne mal, würde mich sehr, sehr interessieren. Und ja, ich wünsche euch jetzt einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes, langes Wochenende. Danke euch fürs Zusehen, macht's gut, bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.